Herzlich willkommen zur 380. Montagsdemo. Und bis uns alle auf dem kleinen Schlossplatz gefunden haben, hören wir Musik von Sisters in Groove. Thank you.
Thank you.
Sisters in Blue für diese wunderbare Einstimmung. Wir dürfen euch später noch mal genießen. Ja, die 380. Montagsdemo. Und ihr seid alle wieder da und ihr seid immer noch da. Und die, die nicht hier sein können, die haben wir in unserem Herzen dabei. Herzlich willkommen. Mein Name ist Susanne Bödecker und der Einfachheit halber sage ich einfach, ich bin Parkschützerin aus Zuckerhausen. Ich weiß, dass es für euch selbstverständlich ist, auch zum 380. Mal wieder gegen dieses zerstörerische Wahnsinnsprojekt Stellung zu beziehen. Was soll denn auch den Macht-, Geld- und Prestigegierigen entgegengestellt werden, außer bedingungsloser, penetranter, unumstößlicher Bürgerinnenprotest? Trotzdem an dieser Stelle noch einmal Dankeschön für 380 Mal Montagsdemo. Uns allen und all denen, die sie technisch, organisatorisch, musikalisch, inhaltlich und finanziell möglich machen. Und danke für das. Danke für das, was ihr wieder in die verplombten Parkschützer-Sammelbüchsen stecken könnt, damit auch die nächsten Montagsdemos gesichert sind. Denn unser Motto lautet, wir lassen nicht locker. Zu Beginn für die Hungrigen einen Hinweis und eine Bitte. Es gibt hier wieder einen Stand von der Gruppe Foodsharing. Sie geben kostenlos oder für einen geringen Betrag Essen ab. Wer aber etwas mehr Geld hat, der darf sich auch etwas nehmen, aber der sollte dann auch bitte etwas tiefer in den Geldbeutel greifen. Und bitte, wenn ihr dorthin geht und euch etwas holt oder auch so, es liegt am Stand eine Petition. Bitte unterschreibt diese Petition. Es geht der Gruppe darum, dass sie einen festen Stand auf dem Ludwigsburger Marktplatz bekommt. Vielen Dank. Wir sind zum zweiten Mal auf dem kleinen Schlossplatz abgestellt. Weit ab vom Bahnhof, vom Park, selbst weit ab von den Königstraßenflaneuren. Grund, einige Tage Sommerfest in Stuttgart. Die große Party, Schlemmen mit Niveau, in der Hitze Spanferkel braten und sich in der Stadt verzaubern lassen. Das stören wir. Da wird der Spanferkel nicht gar. Und im Champagner kämpft der Feinstaub mit der Kohlensäure. Und die Stadtzerstörung will dem Zauber nicht weichen, wenn wir da sind. Ich bin damit nicht einverstanden, dass man uns nach Belieben wegstellt. Angesichts dessen, was mit unserer Stadt passiert, darf es keinen Moment der Alles-ist-gut-Normalität geben. An keinem Tag. Erst recht nicht Montagabend auf der Königstraße. Tom Adler, Fraktionsvorsitzender von SOS Linke Plus, wird nun zu einem Thema zu uns sprechen, das momentan alles beherrscht und exemplarisch für das kranke kapitalistische System ist, in dem wir noch leben müssen und das gekennzeichnet ist durch Gier und durch Verantwortungslosigkeit, durch Egoismus, durch Verlogenheit, Vertuschung und vor allem durch in Kauf genommene Zerstörung von Gesundheit und Wohlergehen der Menschen. Zutage kommt so etwas bei sogenannten Gipfeln, die aber eher der Gipfel der Skrupellosigkeit als der Umkehr und Besserung sind. Hören wir Tom Adler zum Thema Dieselgipfel. Guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde und auch liebe Passantinnen und Passanten, der Dieselgipfel an sich ist ja schon ziemlich ausgiebig kommentiert worden. Für mich ist er Anlass, darüber zu reden, warum die Bewegung gegen Stuttgart 21 und ihre Montagsdemos allen Grund haben, nicht nachzulassen. Ja. Liebe Freundinnen und Freunde,
wir hatten in den letzten Wochen mit unseren Rednerinnen und Rednern und Themen ständig den Finger am Puls der heißesten Diskussionen in dieser Gesellschaft. Und zwar deshalb, weil wir als Stuttgart 21 Gegner nicht nur Schienenverkehr und Bahnhof verstehen, sondern auch hochsensibel sind und ausgesprochen gut informiert über alle verkehrspolitischen Fragen. Am 24.07. zum Beispiel hat Jürgen Resch von der Deutschen Umwelthilfe bei uns gesprochen und vorhergesagt, dass dieser sogenannte Dieselgipfel letzte Woche nicht mal Trippelschrittchen in die richtige Richtung bringen würde. Was CDU, SPD und grüne Politiker hinterher aber versucht haben, uns weiß zu machen. Und Jürgen Resch sagte, dass der Gipfel das bestätigen wird, wie durchsetzt, ja verseucht von Lobbyisten der Autokonzernen, deren Politik ist. Ganz aktuell wird es schon wieder bestätigt, weil der niedersächsische Ministerpräsident Weil offenbar den Entwurf einer Regierungserklärung zu den aufgeflogenen VW-Dieselmanipulationen erst einmal an den VW-Konzern geschickt hat zum Gegenlesen durch die überführten Abgasbetrüger. Was ja an sich schon ein Unding ist, denn das Büro eines Ministerpräsidenten sollte die Fakten zumindest kennen. Ein Whistleblower hat allerdings einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ein Whistleblower, der bei VW daran beteiligt war, diesen Entwurf einer Regierungserklärung zu überarbeiten. Er hat den Originaltext von Herrn Weil und die dem VW-Vorstand dann genehme Endversion der Presse zugespielt, mit der Bemerkung, das war kein Faktencheck, wir haben die Rede umgeschrieben und weichgespült. Tatsächlich hat dieser Dieselgipfel sich als ein Gipfel der Dreistigkeit der Autokonzernchefs präsentiert und er hat gezeigt, wie dieses schwarz-rosa-grüne Konzernkuschelkartell von Stuttgart bis Berlin genauso weiterzumachen versucht wie bisher, um den Autokonzernen die immer noch sprudelnden Extraprofite auch weiterhin abzusichern. In der aktuellen Ausgabe des Spiegels schreibt Jakob Augstein, dass dieser Dieselgipfel ein Schauspiel der großen Verlotterung sei und dass das Kartell immer wieder versucht, die Lüge zur Wahrheit zu machen. Das kennen wir ja zur Genüge von Stuttgart 21 und dass die Rechnungen dann weitergereicht werden. Aber trotz allem, das ist das Bemerkenswerte, liebe Freundinnen und Freunde, schafft es dieses Kartell offenbar nicht, so viele Nebelkerzen zu werfen, dass sich die Öffentlichkeit mit lauwarmen, durch nichts überprüfbaren Versprechungen der Autokonzerne abfindet. Eine deutliche Mehrheit ist nicht mehr bereit hinzunehmen, dass Renditeschutz und Motorenschutz Vorrang haben sollen vor Gesundheitsschutz und der menschlichen Gesundheit. Und dass noch vor der Urteilsverkündung in Stuttgart, im Stuttgarter Amtsgericht, eine große Mehrheit in Stuttgart für Fahrverbote, für Diesel-Pkw votiert hat, kann uns Mut machen. Das signalisiert, dass tiefes Unbehagen da ist und dass es gärt. Unbehagen über das, was mit unserer Stadt, mit unserer Gesundheit gemacht wird. Diese Gärung ist noch nicht zu Ende und sie muss nicht, sie kann aber den Druck für eine weitreichende, positive Veränderung entwickeln, so wie sich 2009 und 2010 der Druck im Kessel gegen Stuttgart 21 und die Mappus-Politik aufgebaut hatte. Die Situation ist also spannend. Bis tief in die eigenen Reihen der Eingebildeten oder der tatsächlichen Machthaber brechen Widersprüche auf. Sogar das Handelsblatt, wahrlich kein Organ, das Naturschützern und Umweltschützern nahesteht, spottet Software-Updates als Einsparungen von Geisterhand. Allenthalben
wird von der großen Autokrise geredet, obwohl von Auftragseinbrüchen wie 2009 und 2010 bisher überhaupt nirgendwo die Rede sein kann. Und was wir uns bei Stuttgart 21 lange Zeit gar nicht mehr vorstellen konnten: Ein Gericht entscheidet nicht einfach auf der vorgegebenen Linie von Regierungen und Großkonzernen, die unverfroren behaupten, das alte Weinhold zu repräsentieren. Wir erleben zurzeit etwas, was vor 2 oder 3 Jahren niemand ernsthaft erwartet hätte. Seit den frühen 80er Jahren stand die Autogesellschaft nicht mehr so unter Feuer wie zurzeit. Innerhalb eines Jahres hat sich die verkehrspolitische Debatte stark verändert und beschleunigt. Diese schnelle Wendung in der öffentlichen Diskussion hat tiefliegende Ursachen. Die Zeiten großer Stabilität der kapitalistischen Gesellschaft, wie wir sie kannten, sind vorbei, weltweit und auch bei uns. Große und unerwartete Umbrüche und Verwerfungen werden immer häufiger. Schon der Crash an den Finanzmärkten vor 8 Jahren hat tiefe Risse im angeblich so festen und alternativlosen Fundament des Wirtschaftens nach kapitalistischen Regeln offenbart. Doch diese untergründige, meist angestrengt zugegleisterte Instabilität liegt nicht hinter uns, sondern sie besteht weiter. Der Börsenmann, der uns in der Tagesschau jeden Abend die Börsenkurse erzählt, sagte heute: Wir warten auf den nächsten Crash. Die Süddeutsche Zeitung berichtet auf Seite 1 Ähnliches. Wann er kommt, weiß natürlich niemand genau. Warum rede ich hier also von Crashs und von Instabilität? Weil ich meine, dass wir alle gut beraten sind, wenn wir diese Signale sehr sorgfältig registrieren. Weil wir mit abrupten Entwicklungen und Wendungen wie bei der autogerechten Gesellschaft rechnen müssen. Und das sollten wir auch. Denn wenn sich aus einer scheinbar zementierten autogerechten Gesellschaft, erst ein VW Dieselgate und daraus inzwischen ein Skandal Autoindustrie entwickelt hat, sind auch abrupte Wendungen bei Stuttgart 21 absolut nicht ausgeschlossen. Potenzielle Krisenauslöser dafür existieren ja schließlich genug, wie wir wissen. Die Stuttgarter Zeitung schrieb am Wochenende: Der feine Riss ist an jeder Ecke spürbar. Da ist er wieder, dieser feine Riss, der sich durch die Stadt zieht. Es ist an jeder Ecke spürbar. Es ist dieses Unbehagen beim Thema Zukunft des Autos in der Stadt. Und dieser aktuelle Riss in scheinbar fest zementierten Verhältnissen, liebe Freundinnen und Freunde, ist momentan zwar nicht offensichtlich ausgelöst von Stuttgart 21, aber Verkehrspolitik ist gerade bei uns nicht von Stuttgart 21 zu trennen, auch wenn das viele lieber verdrängen. Unsere Aufgabe als Stuttgart 21 Gegner ist es dabei, uns ständig einzumischen und Stuttgart 21 das andere große verkehrspolitische Thema von Region und Stadt in den Mittelpunkt zu rücken. Immer und immer wieder, denn es wird derzeit genauso verdrängt, wie jahrelang die Belastungen der Gesundheit und die Zerstörung der Lebensqualität durch die Autolawinen verdrängt worden sind. Liebe Freundinnen und Freunde, wir haben in dieser Stadt mit der Mahnwache und unseren wöchentlichen Kundgebungen eine eminent wichtige Funktion. In dieser Situation unvorhersehbarer politischer Wendungen ist Durchhalten und Obenbleiben eine wichtige politische Qualität, eine wichtige politische Tugend. Die zeichnet uns aus. Wir sollten auch unser Licht nicht unter den Scheffel stellen und jeden Montag weiter mit öffentlicher Aufklärung
Stachel im Fleisch sein. Das ist zwar anstrengend, wir sollten aber unsere Außenwirkung dabei, liebe Freundinnen und Freunde, nicht unterschätzen. Wenn ein Jürgen Resch, der medienpräsenteste aller Autokonzernkritiker überhaupt, bei uns spricht, dann heißt das, wir Stuttgart 21 Gegner werden erstens wahrgenommen und zweitens ernst genommen. Oder reden wir weiter von Thomas Wipper, der Berliner Journalist. Er hat in Bild der Wissenschaft kürzlich einen großen und fundierten Artikel zur Anhydrit-Problematik veröffentlicht. Was wir tun, was wir sagen, wird über viele Kanäle in die Gesellschaft transportiert, auch wenn wir das nicht dauernd wahrnehmen. Und vom Fehmarnbelt bis Straßburg, wir sind auch Mutmacher für andere Bewegungen und Initiativen und wir können diese positive Außenwirkung durchaus auch noch verstärken und durch enger verknüpfte Verbindungen mit den vielen Initiativen in der Stadt und außerhalb der Stadt verbinden. Mit denen uns humanistischer Grundsatz und außerparlamentarischer Kampf für eine Stadt für die Menschen statt für Kommerz und Konzerne verbindet. Ja. Denn das Stuttgarter Schweigekartell vom Rathaus bis zur Stuttgarter Medienholding ist nicht das Maß aller Dinge. There is a crack in everything, that's where the light gets in. Der Spalt, durch den das Licht fällt, diesen Satz aus dem Song Anthem von Leonard Cohen, hat Winfried Wolf in seinem Buch, das jetzt wieder hier erhältlich sein sollte, in seinem Buch zitiert. Leonard Cohen hat ihn in seinem Konzert in der Schleierhalle am Abend nach dem Schwarzen Donnerstag gesungen und den Bäumen und unserem Widerstand gewidmet. Liebe Freundinnen und Freunde, diese Situationen, in denen sich solche Spalten, wie wir sie jetzt gerade sehen können, auftun, können gerade wir nutzen und dazu beitragen, den Riss zu vergrößern, damit schließlich der Blick frei wird auf den Weg in eine menschengerechte, lebenswerte und gesunde Stadt für alle, ohne Autolawinen und Monsterbauten wie Stuttgart 21 oben bleiben. Vielen Dank, Tom Adler, für diese informative Hoffnungsrede. Der Betonkopf aus Fehmarn, der uns neulich bei unserer besonderen Sommerkultur-Demo besucht hat, will ältere Dieselfahrzeuge dynamisch vom Markt nehmen. Ich finde, wir Bürgerinnen sollten die Herrschenden, die Ihnen und unserer Umwelt nicht gut tun, dynamisch vom Markt nehmen. Ich habe vorhin etwas falsch gesagt, als ich die Gruppe Foodsharing vorgestellt habe. Man darf sich dort Essen kostenlos nehmen. Sie möchten kein Geld. Und dann hat noch eine Dame ihre Sonnenbrille hier verloren. Wer eine Sonnenbrille gefunden hat, möge sie bitte hier neben die Bühne bringen. Und jetzt noch einmal recht viel Spaß beim Ohrenschmaus von Sisters in Groove. Sugar Romani,
So, unser gemeinsames Stück, beziehungsweise euer Song, darf natürlich nicht fehlen, wenn wir hier sind. Wir sind noch da. Der ein oder andere kennt es vielleicht. Vom Dieselgipfel zum Eidechsengipfel. Viele
von euch kennen die Feuerbacher Heide, seit 1961 Landschaftsschutzgebiet, 21,3 Hektar groß, wird hauptsächlich von Anwohnern zum Gassigehen mit ihren Hunden benutzt, im Herbst aber auch von vielen Kindern zum Drachensteigen lassen und im Winter zum Schlittenfahren. Die Feuerbacher Heide ist eine Augenweide, ein ökologischer Ruhepol zwischen Stadthektik und Industrieanlagen. Ein Angriff jeglicher Art ist tabu. Aber nun karten in den letzten Wochen Lkw 9.700 Tonnen Muschelkalkstein, 3.000 Tonnen Schotter und 1.200 Tonnen Split auf die Wiesen und Bagger verteilten sie darauf. Der Grund? 360 Mauereidechsen sollen von Obertürkheim an den Killisberg zwangsumgesiedelt werden. Sie lebten auf den Gleisanlagen im Neckartal, aber Stuttgart 21 lässt auch das nicht weiter zu. Wohin jetzt mit den geschützten Tieren? In ihrer Not haben sich Land- und Regierungspräsidium an die Stadt gewandt und unsere so kreativen, aktiven, grünen Oberen kamen auf die zauberhafte Idee, der Straße am Tapselwurm auf dem Killisberg Leben einzuhauchen und sie mit Eidechsen zu bereichern. Wurden die Anwohner informiert? Gab man ihnen auf Nachfragen Antwort? Nein. Erst auf den offenen Brief eines Anwohners, in dem er Auskunft über das Vorhaben und die Verschotterung der Wiesen verlangte und einem Fragenkatalog, den er unter anderem an Umweltminister Untersteller, OB Kuhn und S21-Chef Leger schrieb, reagierte die Bahn. Sie will einem Teilnehmerkreis Fragen beantworten. Diesen Teilnehmerkreis soll der Anwohner, aber aus Anrainern der Feuerbacher Heide, selbst zusammenstellen. Und wegen eines möglichen Termins soll er doch bitte selbst auf die Bahn zukommen. Und was die Zerstörung des Landschaftsschutzgebietes angeht, so kann man im Plan Änderungsbescheid Nummer 10 vom 24.07. lesen, die Vorhabenträgerin entgegnet, dass auf der Maßnahmenfläche keine geschützten Tier- und Pflanzenarten beheimatet sind, sodass keine Verdrängung von geschützten Arten auf benachbarte Flächen verursacht bzw. kein weiterer ökologischer Ausgleich notwendig wird. Dem schließt sich die Planfeststellungsbehörde an. Und jetzt kommt's. Für die neue Maßnahmenfläche an der Feuerbacher Heide wurde durch eine Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung, sprich Verschotterung, eine Überkompensierung des Eingriffs um 53.477 Ökopunkte gemäß der Ökokontoverordnung vom 19. Dezember 2010 errechnet. Langfristig kommt dieser Fläche somit eine Aufwertung zu. Glauben die eigentlich, dass sich noch irgendjemand diese Menschen für voll nimmt? Und erinnert ihr euch, im August 2013, da wurden 106 Eidechsen von Feuerbach nach Steinheim an der Murr zwangsversetzt. Und als man nachzählte, wie viele Eidechsen überlebt haben, da hat man 2 Tiere gefunden. Bei einem Ortstermin 2015, 2 Jahre später, waren es immerhin schon 5 Tiere. 5.000 bis 6.000 Eidechsen müssen wegen Stuttgart 21 fort. Pro Eidechse rechnet man mit 2.500 Euro. Das sind ca. 15 Millionen dafür, dass sie sowieso nicht überleben und zur Planerfüllung auch noch weitere Naturschutzgebiete zerstört werden. Der Gipfel der Unzumutbarkeit ist schon lange erreicht. Ihr sogenannten Herren, von jedem Gipfel kommt man wieder runter, tot oder lebendig, kopfüber rollend, kriechend oder aufrecht absteigend. Jeder Abstieg aus der Korruption, der Lüge und der Gier ist ein Aufstieg. Steigt ab von diesem Gipfel, auf dem ihr euch verrannt habt. Beendet Stuttgart 21 und den ganzen Wahnsinn, den es mit sich bringt. Was auch
aber den Klimawandel angeht, so hilft es manchen vielleicht in Zukunft bei Starkregen nur noch, sich auf einen Gipfel zu retten, um nicht zu ertrinken. Was passiert mit Stuttgart? Was passiert mit den Menschen bei zunehmenden Starkregenereignissen? Wie verschlechtert sich die Lage der Stuttgart 21? Hören wir dazu Hans Heidemann, Stuttgart 21 und die Überflutungsgefahr. Liebe Freunde und Mitstreiter, was hat Stuttgart 21 mit Überflutungsgefahr zu tun? Mit Bildern, wie sie die Tagesschau in den letzten Wochen aus Goslar, aus Hildesheim, Braunschweig und anderswo gezeigt hatte, mit Straßen, die nach schweren Regenfällen zu Sturzbächen wurden, die alles mit sich rissen und unabsehbare Schäden hinterließen. Zuvor war Köln von solchen Wassermassen betroffen. Und Anfang Juni wurde Berlin von tagelangem Starkregen überschwemmt. Dabei wurde unter anderem auch eine unterirdische U-Bahn-Haltestelle überflutet. Vor einem Jahr hatten sich solche Unwetter über Baden-Württemberg und Bayern entladen. Betroffen waren unter anderem Schorndorf und Schwäbisch Gmünd, wo ein kleines Bächlein so anschwoll, dass die Kanalisation die Wassermassen nicht mehr ableiten konnte und die Bahnhofsunterführung überflutete, wobei zwei Menschen ums Leben kamen. Am ärgsten hatte es das Dörfchen Braunsbach erwischt, das nach einem Starkregen in einen reißenden Sturzbach verwandelt wurde, der alles mit sich riss und den Ort schwer verwüstete. Wie heute Morgen bekannt wurde, gab es auch in Österreich nach Starkregen schwere Überschwemmungen. Das Großahretal war von der Außenwelt abgeschnitten. Und in St. Orleans in den USA sind nach heftigen Regenfällen Teile der Innenstadt überflutet. Nur die Deppen glauben, dass Stuttgart davon verschont bleibt. Doch das wird so nicht bleiben. Der Klimawandel erhöht die Gefahr schwerer Unwetter. Und früher oder später wird es auch Stuttgart treffen. In der Vergangenheit wurde auch Stuttgart immer wieder mal von schweren Überflutungen heimgesucht. Im Schnitt etwa viermal im Jahrhundert. So zuletzt am 15. August 1972, also vor 45 Jahren, als tiefer gelegene Teile der Innenstadt unter Wasser standen und mehrere Menschen ums Leben kamen. Die gerade neu gebaute Straßenunterführung am Charlottenplatz war vollgelaufen. Etliche Autos schwammen darin umher. Die Klettpassage gab es damals noch nicht, sonst wäre die wohl auch abgesoffen. Die Chronik berichtet immer wieder von schwersten Überflutungen der Stadt durch den Mesenbach. Besonders schlimm war es im Jahre 1508 mit 11 Toten, mehreren von der Flut weggerissenen Häusern, mannshoch stand das Wasser auf dem Marktplatz, heißt es da. Bedingt durch die Kessellage Stuttgarts schießen bei einem schweren Sturzregen große Wassermengen von den Hängen herunter und strömen in den Mesenbach, der dann sofort gefährlich anschwillt. Gerade darin unterscheidet sich Stuttgart von allen anderen Großstädten Deutschlands, die allesamt eben sind. Köln, Berlin, Hamburg, München, Frankfurt, sodass das Wasser dort nach allen Seiten abfließen kann. Hier in Stuttgart aber kann es nur das Mesenbachtal hinunter zum Neckar ablaufen. Und genau dieser natürliche Abflussweg soll nun durch den quer dazu liegenden S21-Tiefbahnhof, der einen bis zu 8 Meter hohen Damm bilden wird, versperrt werden. Wer es nicht glaubt, der kann schon heute auf der S21-Baustelle sich selber davon überzeugen, dass das bereits gebaute Bauwerk zum Cannstatt der Düker neben der abgebrochenen Straßenbrücke sich so hoch über das bestehende Gelände auftürmt. Die vor dem Planetarium vorgesehene Abflussrinne liegt immer noch rund 2 Meter über dem Tiefpunkt in der Schillerstraße.
Bei einem schweren Starkregenunwetter wird sich folglich das Wasser bis zum Schlossplatz zurückstauen und einen großen bis zu 2 Meter tiefen Stausee bilden. Wobei die Klettpassage samt S- und Stadtbahntunnel volllaufen und danach wochenlang gesperrt bleiben müssen, bis alle Überflutungsschäden beseitigt sind. Und über den S-Bahntunnel wird auch die S21 Tiefbahnsteighalle ebenfalls absaufen. Denn das ist ja alles miteinander verbunden. Selbst wenn der Wasserstand den nur wenige Zentimeter oberhalb der Abflussrinne liegenden Hauptzugang nicht erreichen sollte, dann wäre auch der Bahnbetrieb von und nach Stuttgart für längere Zeit eingestellt. Was für ein Schwabenstreich sondergleichen. Was für eine ungeheure Dummheit, sich mit dem Bau von Stuttgart 21 über diese örtlichen Gegebenheiten hinwegzusetzen und den natürlichen Abflussweg zu versperren. Es ist verantwortungslos, der Allgemeinheit solche Risiken aufzubürden mit der Begründung, so etwas käme doch allenfalls nur mal bei einem Jahrtausendhochwasser vor. Das aber kann schon nächstes Jahr anstehen und wird sicher keine 1000 Jahre auf sich warten lassen. Verschärft wird diese Gefahr noch dadurch, dass der S21 Bahnhofstrog alle großen Abwassersammler der Innenstadt, die ja auch das Überflutungswasser aufnehmen und abführen müssen, zerschneidet. Diese müssen deshalb sehr aufwendig unter dem Bahnhofstrog als Düker hindurchgeführt werden, als Voraussetzung dafür, dass der S21 Tiefbahnhof überhaupt gebaut werden kann. Mit dem Einbau der S21-Düker wird sich eine Verschlechterung der Abwasserableitung aus der Innenstadt im Hochwasserfall einstellen. Die größere Länge, die mehrfachen Umlenkungen und Querschnittsänderungen der Düker erhöhen den Durchflusswiderstand gegenüber den heute gerade durchlaufenden Kanälen beträchtlich. Als Folge wird bei einem Starkregenereignis, wie zuletzt am 15.08.1972, die Überflutungsgefahr der Innenstadt deutlich erhöht. Stuttgart ist von seiner Kessellage geprägt. In Minutenschnelle stürzt das Regenwasser die Hänge herab, staut sich im Nesenbachkanal und den anderen Abwassersammlern vor den S21-Dükern an und tritt dann aus den Straßengullis aus. Künftig werden schon geringere Regen als bisher zum Rückstau im Kanalnetz führen und nicht mehr sicher abgeleitet. Ein weiterer erheblicher Nachteil von Stuttgart 21. Allein schon aufgrund des Hochwasserschutzes hätte das Vorhaben Stuttgart 21 nie genehmigt werden dürfen. Hinzu kommen betriebliche Nachteile. Die Düker müssen im Gegensatz zu den durchlaufenden Abwasserkanälen, die selbstreinigend sind, regelmäßig gereinigt werden und verursachen im Betrieb laufend erhebliche Wartungs- und auch Instandhaltungskosten von rund 500.000 Euro jährlich als zusätzliche Ausgaben der Stadt. Was natürlich dem S21-Etat nicht zugerechnet wird. Das Tiefbauamt hat hierzu lediglich erwidert, die Reinigungs- und Wartungskosten seien denen anderer Sonderbauwerke vergleichbar. Welch eine Verschleierung. Die Stadt Stuttgart hat bislang keine derartigen Düker in dieser Größe. Das wird für die alles neu und zusätzlich sein. Abwarten, was die daraus machen werden. Aus abwassertechnischer Sicht hätte das Tiefbauamt diesen S21-Düker niemals zustimmen dürfen. Damit wäre es 21 nicht machbar gewesen. Jetzt wird noch ein weiteres, und zwar finanzielles Risiko für die Stadt sichtbar, auf das wir schon vor 3 Jahren hingewiesen haben, nämlich jenes unselige CBL-Geschäft, CBL Cross-Border Leasing, mit der Verleasung des Stuttgarter Abwassernetzes an einen US-Investor von 2002 zur Beihilfe der Steuerhinterziehung des Investors in den USA.
eingefädelt vom vormaligen OB Schuster und beschlossen vom Gemeinderat, auch mit Zustimmung der Grünen im Gemeinderat. Und mit dem dafür kassierten Barwertvorteil der Bahn vorzeitig die Gleisflächen abkaufen zu können, als zinsloses Darlehen an die Bahn zum Bau von Stuttgart 21. Es ist ja schon mehr als merkwürdig und auffällig, dass die Verlesungssumme von 454 Millionen Euro fast genau den Kosten dieser Gleisfläche entspricht und das zum selben Zeitpunkt passiert ist. Aber es wird natürlich abgestritten, dass das eine mit dem anderen etwas zu tun hat. Doch wie trickreich die Dinge miteinander verwoben sind, da blickt kein normaler Bürger wie du und ich mehr durch. Kürzlich gab es eine neue Beschlussvorlage vom Finanzbürgermeister Völl an den Gemeinderat. Er möge doch der Umschuldung der CBL-Bürgschaften von der Portigon AG auf die Deutsche Bank zustimmen. Das wirft Fragen auf nach diesem undurchsichtigen CBL-Finanzgeschäft und den möglichen finanziellen Risiken für die Stadt. Warum jetzt diese Umschuldung? Wie zu erfahren war, wird die Portigon AG, bisheriger Bürge der Stadt für das CBL-Geschäft, jetzt abgewickelt wird. Das heißt aufgelöst. Die Kasse ist leer, die Papiere sind also wertlos. Im Zweifel droht der Stadt ein Verlust in zigfacher Millionenhöhe. Das haben schon andere leichtgläubige CBL-Verleser mit hohen Verlusten erfahren müssen. Was hat nun die Deutsche Bank bewogen, hier als Bürger für die Stadt einzuspringen? Ein freundliches Lächeln von OB Kuhn wird da sicher nicht gereicht haben. Über Zahlungen an die Deutsche Bank für diese Gefälligkeit erfährt man nichts. Auch nichts darüber, warum die LBBW, an der Stadt und Land ja beteiligt sind, die Übernahme dieser Bürgschaft abgelehnt hat. Das kann die Stadt bis zum Fälligwerden am Ende der Vertragslaufzeit noch teuer zu stehen kommen. Allen Beschwichtigungen aus dem Rathaus zum Trotz. Der Käse ist eben noch lange nicht gegessen, aber er stinkt immer gewaltiger. Vielen Dank an Hans Heidemann, den Unermüdlichen. Und nun eine Bitte an alle, die Urlaub haben, die ihre Zeit sinnvoll nutzen wollen. Der AK Stuttgart 21 ist überall, hält uns regelmäßig auf dem Laufenden darüber, was unnütze Projekte angeht, die über den Tellerrand Stuttgart 21 hinausgehen. Und heute möchte ich euch mitteilen, dass die Bürgerbewegung Bichnois Strasbourg um unsere Unterstützung bittet. Der international tätige und berüchtigte Baugroßkonzern Vinci plant den Bau einer Autobahn von Kolbsheim bis Straßburg durch Naherholungsgebiete und einzigartige Naturreservate und verspricht sich eine jährliche Rendite von 1 Milliarde Euro durch Mautgebühren. Der Kampf von Umweltschützern gegen dieses vollkommen unnütze und zerstörerische Straßenprojekt mitten durch ein Waldgebiet geht nun schon seit Jahrzehnten. Allerdings wird es jetzt ernst und der Baukonzern will Fakten schaffen. Der französische Staat zog sich aus der Verantwortung für dieses Projekt vollkommen zurück. Die Baum- und Umweltschützerinnen aus der Region, die sich zum bedingungslosen Schutz der Umwelt verpflichten, haben vor wenigen Tagen begonnen, den Wald von Kolbsheim zu besetzen, um das Waldschutzgebiet gegen die Rodungsmaschinen zu verteidigen. Mit der Rodung soll laut Ankündigung am 1. September begonnen werden. Aus verschiedenen Gemeinden wird die Schutzaktion am 23. bis 26. August Unterstützung erhalten.
Wer kann, begibt sich also bitte vom 23. bis 26. nach Kolbsheim und bleibt dann auch noch länger da, besonders um den 1.9. herum. Ich sage es ungern, aber Kolbsheim ist am ehesten mit dem Auto zu erreichen. Zwischen dem AKS 21 ist überall der Lokomotive und der Bürgerbewegung besteht seit dem 2. Bichemont-Festival Kontakt. Wir werden auch weiterhin über die Ereignisse informiert werden. Und wir wünschen den Menschen, die den Wald schützen wollen, auf diesem Wege alles Gute, viel Kraft und Mut und vor allem das Wunder, dass sie die Rodungsmaschinen so lange aufhalten können, bis die Arbeiten an diesem zerstörerischen Prestigeobjekt eingestellt werden. Viel Erfolg! Adler hat vorhin schon darauf hingewiesen, abgrundtief und bodenlos. Das Buch von Winnie Wolf ist wieder hier erhältlich. Wer es noch nicht gelesen hat, der möge es sich zulegen. Zu den Terminen. Morgen, Dienstag, 8.8. um 17 Uhr findet auf dem Schlossplatz unten eine Kundgebung statt. Und zwar wurde letzten Dienstag der Journalist Ali Ferus, Journalist der unabhängigen Zeitung Novaya Gazeta in Moskau verhaftet und noch am selben Tag vom Moskauer Bezirksgericht zur Abschiebung nach Usbekistan verurteilt. Ali Ferus kommt aus Usbekistan. In Usbekistan wird Homosexualität strafrechtlich und mit einer Haftstrafe von bis zu 3 Jahren verfolgt. Ali ist schwul. Wir möchten gerne ein Zeichen der Solidarität senden und entschieden gegen die Ungerechtigkeiten gegen ihn auf die Straße gehen. Morgen, Dienstag, 8.8., 17 Uhr, Schlossplatz. Der nächste Termin, Donnerstag, 10.8., 18.15 Uhr, Lusthausruine. Wir laden ein zu 7 Jahre Parkgebet mit Gudrun Müller-Enslin. Ja, nun ist schon wieder vorbei, leider, ist eigentlich so schön. Wir kommen jetzt zum Schluss der heutigen Kundgebung. Der Demozug geht von hier nach rechts, die Theodor-Heuss-Straße entlang in Richtung Arnulf-Klett-Platz. Wir biegen aber vorher ab in die Friedrichstraße, in die Kronenstraße, Lautenschlagerstraße und dann nach rechts auf den Arnulf-Klett-Platz bis auf die Höhe der Mahnwache. Und dort, bitte auf dem Gehwegbereich, endet die Demo mit dem Schwabenstreich. Euch eine gute Woche, vielen Dank fürs Kommen. Bis zum nächsten Montag, wieder unten auf dem Schlossplatz. Oben und wachsam bleiben. Tschüss!